Oh, wird das schon wieder dunkel. Naja, wir machen jetzt mal weiter. Schubeli, dubeli, du. So, das heißt, hier wird ja komplett Weg sein. Ich gebe nochmal kurz weiter aus, damit ich weiß, wie der Weg verläuft. So, erstmal bis hier. Und dann würde ich den Eingang... Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Und von hier auch 1, 2, 3, 4, 5. So. So muss es gemacht werden. Und dann fange ich schon mal mit der Fence-Door an. Die kann ich dann nämlich zack, zack machen. Oh. Hier falsch hingesetzt. Da war der Winkel nicht 100%. So nämlich. So, ich lasse ihn nochmal ganz kurz auf, damit ich hier noch reinkomme. Muss ich noch mal kurz. So, wegräumen. So. Wie gesagt, das Gebäude würde ich dann vielleicht... Wie soll ich denn hier hinsetzen? Ja, ich mach's besser hier, dann können die so ein bisschen aufs Meer rausgucken. Das ist hier vorne gebaut. Ach, da habe ich ausgehoben nochmal für. Wie groß habe ich die gebaut? Das war auf jeden Fall ein Block, das weiß ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich glaube, das war 7 mal 7 gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl, 7 mal 7 und 1, 2, 3, 4 hoch. 1, 2, 3, 4. Verzählt. 4, 5, 6, 7. Zählen wir die mal eine Stärke früher. Und ich sehe gerade hier, die Reihe muss auch noch einmal weg. Zumindest mal kann bleiben. Bis hier. Sechs, sieben, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na gut, das ist einfach, das geht einfach so ein bisschen vorne. So nämlich. Und dann hier die Dreiertür rein. Diesen Bereich wieder aus. Gut. Dann haben wir dit. Zack, zack, zack. Oh. Da hat sich noch einer versteckt. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Blöcke noch craften müssen. So, 2, 3. Ja. Das Output reicht überhaupt. So, nur damit ich einmal die Komplett-Höhe annehmen kann. Ah, cool, wie die leuchten. Mooncap Mushrooms. So,
hier die Säulen schon mal bauen. Also die Ecken. Hier hinten mache ich auf jeden Fall zu. Und hier, ja, erstmal. So. Wie groß waren die Fenster? War das Fenster nochmal 3? Lass uns gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es müsste 3 sein. Okay. Ich meine, welche Kühe haben schon mehr Blick? Ne? So eine kleine Oase reingucken hier. Das ist schon, schon hart nice. So. Wenn ich jetzt hier auch noch offen lasse, dann muss ich natürlich aufpassen, dass die Tiere keinen Zug bekommen. Deswegen mache ich zu. Ups. Hier sollte es jetzt nicht hin. Alles klar. So, achso, das Dach fehlt noch. Hahaha. Ha, ha. Damit bin ich auch mein Holz los. Schlimmer als Zug ist ja, wenn man kein Dach hat. So, klein aber bescheiden. Ne? Unser Heim. Für die Kühe. Du bist aber keine Kuh. Dann cool wäre natürlich, wenn du wenigstens Leder droppen würdest. Das brauche ich nämlich aktuell. Wir müssen sowieso Zäune reichen vorne und hinten nicht. Dann kommen wir hier schon mal zu. Ja. Yeah. Haben die hier nochmal so ein kleines. Dann Bereich, wo die nach hinten können. Können die sich hier ein bisschen Schatten legen, ne? Wenn die Sonne hier mal irgendwann zu tief steht, dann nach hinten so ein bisschen, ne? Weiß ich gar nicht, soll ich das überhaupt noch kommentieren, wenn ich hier rausfliege? Ja, so grenzwertig. So. Okay. Ach so, falls, liebe Vicky, falls du gerade im Lurk sein solltest und das hörst, was ich jetzt sage, wenn du schlafen möchtest, dann sag kurz Bescheid, ne? Dann muss ich die Nacht nicht durchmachen. Bin da relativ flexibel. So, apropos flexibel. Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Dann esse ich mal diese komischen Kena, was für mich eigentlich mehr Blume ist, aber sei es drum. Eine Berry. Ich wollte. Was könnte ich schreiben, wenn ich schlafe? Also, bitte auch. Ja, yeah, klar, klar. Kein Thema. Wenn wir ins Bett gehen, ne, liebe Vicky, dann sage ich Bescheid. Moment, das klingt in dem Zusammenhang ein bisschen komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Warte mal. Ich wollte Fences machen. Und für Fences. Oh. Reicht das? Shit, reicht das überhaupt noch? Schon knapp wärmen. Mehr kriege ich nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch gebraucht habe, aber ich glaube, es waren mehr als 9, oder?
Verstehe gar nicht, was so lustig gerade ist im Chat. Ironie Ende. So. Das sieht mir gefühlt mehr als 9 aus. Oh. Ganz so früh abgebogen. Ja. Wir brauchen ein bisschen Holz. Ach, wie gut, dass wir doch hier ein paar fliegende Bäume vor der Tür haben. So, etwas kleineren, da kann man direkt weg. Ma, es regnet schon wieder irgendwelche Bambus-Saplings. Und ich mal eben die fliegenden Bäume wegmachen. Oh, auch so ein kleiner. Sich auch schon wieder etwas. Ich brauche dann mal eben einen Kackstift, den ich mich so ein bisschen hochschrauben kann hier. Wow. Einer. Aber da wieder irgendwelche Baumkronen rumfliegen. Das heißt, da muss wieder irgendwo ein Stück Holz drin sein. Ja, da oben sehe ich noch was rumfliegen. Ich nehme die Saplings mal eben hier mit. Wo kommen die alle her? Au. Wenn ich hier bleibe. Ja. So, ah, guck mal. Es ist immer so erlösend, wenn die Blätter einfach verschwinden. Da ist Holz. Da ist Holz drin. Ah, guck mal, schön. Ah, verdammt, das reicht nicht. Dachte, ich könnte es vielleicht von hier auch noch wegrabbeln, aber ist leider nicht so. Gut, dann machen wir Staubsauger kurz einmal, bevor hier wieder irgendwelche wilden Bäume wachsen. Wer will denn sowas? Ganz merkwürdige Funktion vom Spiel. Okay. Ja. Damit wären die Bäume hier weg. Wir haben wieder ein bisschen Holz und gleichzeitig noch ein bisschen aufgeräumt. Was will man mehr? Eine wilde Blume, die hier steht. Ich weiß gar nicht, was machen wir hier auf diesem Feld eigentlich? Ich meine, wir müssen irgendwann mal nach rechts ausbauen, aber... Ich sag immer, wir müssen ausbauen, wir müssen ausbauen, aber ich habe überhaupt keinen Plan, was wir da hinbauen sollen. Okay. Ding, 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 ding. Und dann machen wir erstmal wieder hier a little bit part of Sticks. Zack, zack.
Typische Geräusche. Okay. Dann haben wir wieder ein paar Fences. Wir brauchen nicht so viele. Ich habe jetzt ein paar mehr gemacht, damit ich die in die Kiste packen kann. Und dann kriegen wir zumindest jetzt unser Kuhgehege fertig. Und vor allem den Weg müssen wir noch bauen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erst angehen, bevor wir die Kühe holen. So. Wir können natürlich auch den Eingang so schneiden, dass man direkt auf das Gehege zuläuft. Wobei, naja, geht eigentlich nicht, weil das ist 3 breit. Haben wir denn noch Gravel? Oder ist das alles für vergangene Bauvorhaben aufgebraucht worden? Blöcke. Da packen wir jetzt die Fences wieder rein. Da kommen die Dinger rein. Ich packe die Sticks auch mal mit hier rein. Weil die nutzen wir ja eigentlich auch nur zum Bauen. Ein bisschen Hunger, dann kann ich nochmal eben die eine Berry hier essen. Naturalien. Und wir hätten sogar noch ein bisschen Dirt gehabt. So, Moment, warte mal. Ich nehme hier diesen angebrochenen Gedöns nämlich mal eben mit. So, dann hier kommt wieder Oakwood. Olivewood ist das. Ein paar Bambusdinger haben wir noch dabei. Bambus. Der Sand. Hey, ich weiß gar nicht, was wir mit den ganzen... Wir könnten damit Glas machen, rein theoretisch. Wie viel Glas haben wir eigentlich noch? 40. Weißt du was? Ich nehme einfach mal gerade so ein Stack hier raus und mache daraus Glas. Hier noch ein... Oh, 64 Iron Ingots haben wir hier noch drin. Nice. Sind doch irgendwo geheime Sachen drin? Nochmal 64 Copper. Wow. Okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir wieder ein bisschen Iron Ingot. Nice. Ich hatte schon ein bisschen Sorge gehabt, wenn wir uns nämlich, selbst wenn wir irgendwann mal Leder haben und uns mehr Taschen machen, dass wir dann das Problem haben, dass wir nicht genug Iron haben werden. Aber das hat sich jetzt gerade just wieder ein wenig reguliert. So, March Lily. Ich weiß gar nicht, warum ich die Blumen hier überhaupt sammle. Der Rest kommt, glaube ich, oben rein. Ich habe hier noch ein bisschen Monster Loot. Rotten Flash, Äpfel, ja, der Rest ist das, Tomato Seeds, kommt oben rein. Gravel wollte ich gucken. Gravel, doch, wir haben noch ein bisschen was, sehr schön. So. Da, 40 Stück. Das reicht nicht. Mach ich so. Zur Not habe ich ja noch dabei, kann ich mir unterwegs sowas machen. Das sind so Sachen, die kann ich mir auch auf der Hand craften. Alright. Eigentlich müssten wir hier vielleicht nochmal so ein paar Laternen aufstellen. Ich will jetzt hier nicht einfach Fackeln hinstellen. Würde vielleicht auch reichen, aber ich möchte es vielleicht ein bisschen schicker haben. So, hat gereicht. Schön.
Vielleicht so übergangsweise erstmal hier. Hier würde ich eine. Okay, jetzt kommt der Monk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist wieder doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hätte eigentlich eine ungerade Zahl sein müssen, aber naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mach so. Zumindest ein bisschen Licht haben. Auf dem Feld brauchen wir jetzt kein Licht. Ich kann nochmal hier und hier kann ich nochmal ein Licht hinmachen. Vielleicht hier. Ich meine, hier am Strand finde ich, sind die Fackeln gar nicht mal so schlecht. Ne? Hat so ein bisschen was von so Tiki-Fackel-mäßig. Mal so ein paar Fackeln hier hinstellen. Ich müsste eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Schon wieder gerade, Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Also auf halbem Wege wieder nochmal ein paar Fackeln hinstellen. Alles ein kleines bisschen heller machen. Okay. Wegpacken. Warte mal. Dirt. Nee, das ist hier Coarse Dirt. Das kommt hier nicht rein. So, nämlich. Coarse Dirt. Ich pack das mal hier mit rein. Ich würde das eher als Naturalie sehen als Stein. Schon wieder Blumen. Sie optisch wunderschön. Gut, noch mal ein bisschen Obst und Gemüse wieder. Da wir momentan noch keine Milch haben, müssen wir auch die Samen erstmal in die Kiste packen, sonst könnten wir die mit Milch essen. Also Müsli-mäßig. Sesamsamen haben wir hier nicht drin. Die hier, die nicht. Zack. Curry Leaf. Ja, das kommt hier rein. Sesamsamen. Tomato Seeds. Oak Saplings. Vamos. Wir sind eine Mücke auf dem Ohr. Also es ist im Spiel, aber ich bin immer irritiert, weil ich dann denke, hier fliegt gerade eine Mücke rum. Okay. Ja. Liebe Vicky, macht es dir was aus, eben einmal ins Haierbettchen zu gehen? Wenn die Nacht nämlich gerade mal eben skippen, dann könnte ich mir nämlich die Kühe holen, die wir schon gesichtet haben. Hab's mal eben kurz rein. Dann sagt die Vicky, dass nämlich sie halt im Lurk ist und den Stream gemutet hat.
So. Alright. Vielen Dank, liebe Vicky. Vielen, vielen Dank. So, dann Z wieder an. So. Und rüber geht's. Da hinten müssen wir hin. Und wie gesagt, ich versuche mal mit dem Boot relativ nah dran zu fahren. Achso, Moment mal. Ah Gott. Ich hab die Leads dabei. Es wäre sonst ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hinfahren und könnten die gar nicht mitnehmen. Ich befürchte aber, dass wir gar nicht so wahnsinnig dicht rankommen. Warte, vielleicht kann ich hier reinfahren. Juhu, ich nehme noch Rosenblätter mit. Naja. Ist jetzt auch nicht optimal, aber ein paar Meter müssen wir noch laufen. Aber wir sind schon mal näher dran als vorhin. So viel steht fest. Okay. So, dann noch hier dran. Dankeschön. Ein paar Kühe. So. Hier irgendwo sind sie ja am Rumstramosern gewesen. Hier oben vielleicht noch welche, dann brauche ich nicht ganz runterlaufen. Ich höre eine Kuh. Da ist eine. Dann komm doch mal mit. Wenigstens gehst du schon mal hoch. Etwas. Ja, das ist die nächste. Mau! Warte mal. Ich muss. Hä? Nee. Ich muss hier hin. Mau! Dieses das Moon ist interessant. So. Doch, Mann. Machen wir mit hier. Ich glaube, wenn wir einmal beim Boot sind, dann geht's. Aber ich habe das Gefühl, die Kühe, die kommen nicht so schnell hinterher wie die anderen Tiere. Und dann konnten wir irgendwie besser hinter uns her schleifen. Ich meine, liebevoll an der Leine zu ihrem neuen Zuhause begleiten. Wo habe ich denn jetzt geparkt? Oh ja, dasselbe Problem. Auch das, immer wieder dasselbe Problem. So, ihr könnt euch ja schon mal, lieber Chat, einen Namen für die gute Kuh überlegen. Wobei, nee, halt. Der erste Name ist schon reserviert. Seit Stardew Valley ist der erste Name für eine Kuh für mich immer reserviert. So, jetzt kommen wir. Mein Gott. Machst es mir aber auch schwer. So, Boot. Boot.